Am 30. November 1918, vor 100 Jahren, trat in Deutschland das Reichswahlgesetz mit dem Frauenwahlrecht in Kraft. Erstmals wurde mit der Weimarer Verfassung festgelegt, Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten. Amalie Struve, Luise Otto Peters, Hedwig Dohm, Helene Lange, Gertrud Bäumer, Johanna Kettler, Minna Kauer, Lida Gustava Heimann, Anita Augsburg, Clara Zetkin, Marie Juchatz. Namen von Frauen, die untrennbar mit der Frauenbewegung und mit dem Frauenwahlrecht verbunden sind. Sie waren die Vorkämpferinnen für die Entwicklung unserer Gleichberechtigung und auf Teilhabe basierenden Demokratie. 100 Jahre nach Durchsetzung des allgemeinen Frauenwahlrechts ist es wichtig, sie und ihre Leistung zu würdigen. Vom 30. November 1918 bis zur Wahl am 19. Januar 1919 blieben nur wenige Wochen, um Frauen zu mobilisieren, und die Wahlbeteiligung war hoch. Mehr als 82% der wahlberechtigten Frauen gaben ihre Stimme ab. Und von den über 420 Abgeordneten waren zu Beginn nur 37 weiblich. Und damals wie heute gilt, ohne Frauen ist Politik nur die Hälfte wert.